Let's weitermachen. Mario. Super Mario Bros. 3. Und das geht von vorne los. Okay. Mal sehen, ob das wieder ein bekanntes Muster ist. Ich habe es aber sowieso vergessen, weil es schon sehr lange her ist, dass ich das aufgenommen habe. 10 Münzen. Ja gut, das... Mal sehen, ob ich es mir irgendwie merken kann. Ansonsten ist eh nur ein kleiner Aufschub an Ressourcen. Ach, jetzt haben wir das wieder. Oh, ich will einen Pilz, denn der ist am möglichsten. Aber ich schaffe das sowieso nicht. So. Ja, Stern. Ich habe eigentlich schon Pilz gedrückt, aber... Puh. Jetzt habe ich schon Pilz gedrückt. Jetzt kriege ich einen Stern, ja. Merke ich mir. Dann muss ich mal Pilz drücken, dann kriege ich einen Stern. So, ich habe einen Pilz gedrückt. Jetzt krieg ich einen Pilz! Was ist das für eine Verarsche? Ich hab zweimal beim Pilz gedrückt, hab einen Stern bekommen. Am dritten ist es halt irgendwie eine eigene Physik, nochmal für sich. Was ist das eigentlich? Nur für Münzen? Was ist das denn für? Genau wie dieser Notenblock im letzten Video, das ist bei diesem einen Level. Total sinnlos. Bei diesen Dingen muss man aufpassen, manchmal fliegt man einfach durch, obwohl man drauf landet. Das ist total fies. Das war nur ganz selten, ich glaube, das ist ein Spielfehler. Aber es kommt halt schon vor. Einfach so eine moderne Mechanik wahrscheinlich gewesen für die damalige Zeit. Dass man da so sich drehende Plattform erschafft. Damit hatte vorher niemand gerechnet, dass es jemals sowas geben wird. So, ich hätte gerne dieses Blatt. Ich hab zwar schon eins, aber da bin ich doppelt so stark. Beziehungsweise krieg aber mehr Punkte. Ich sammle ja Punkte, ne? Bisschen zumindest. Und ich sammle auch Tode. Damit dieses LP erfrischend und spannend bleibt. Ob mir das einer abkauft? Klein. Schaffen wir klein. Irgendwann habe ich keinen Platz mehr in meinem Item-Inventar. Dann ärgere ich mich. Aber ich glaube, in Welt 8 vor allem werde ich die alle aufbrauchen. Bis ich dann am Ende nur noch diese Pi-Dinge habe. Pi-Flügel. P-Flügel. Oh, das ist gefährlich. Hui, ist ein Leben. Das ich nicht bekommen. Ich dachte, es wäre ein Pilz. Ist ja auch ein Pilz, aber ein grüner. Auf jeden Fall in der achten Welt. Ich werde versuchen, ohne P-Flügel zu schaffen, diese Level. Aber wenn ich irgendwann keine Items mehr habe, dann... glaube ich nicht, dass ich noch so lang... Durcheinander werde ich. Hin und her geht's. Mein Herz. Oh ja. Ich glaube, es ist leichter, wenn man nicht stirbt. Ich wollte sagen, wir haben den nicht aktiviert. Na gut. Komm. Mit frischem Elan nochmal daran. Ja, ganz ruhig. Es soll sich zwar noch drehen, wenn man sprengt, aber nicht gerade angefangen haben, sich zu drehen, denn dann ist das zu früh. Goomba! So, ich hätte gerne dieses Leben. Einfach, um zu zeigen, dass ich es auch holen kann, wenn ich es möchte. Und da ist nach rechts. Ah, dieser wäre nach rechts gegangen, ne? Man muss halt aufpassen, von welcher Seite man ihn anstupst. Anhaut im Kopf. Der arme Kopf, ey. Klempnerkopf. Aber wenn man Klempner ist, dann hat man eben Hätter einen Kopf. Also jetzt einmal weg. Ich hätte den Pilz eh nicht bekommen. Boah, hin und her. Ey, die machen mich kehre, diese Dinger. Obwohl die Wegbahn eigentlich schon eingezeichnet ist. Ich aktiviere ihn. Jetzt kommt eine dumme Bombe, ne? Die ist gefährlich. Ich wollte sie eigentlich direkt killen. Na gut, da ich hier irgendwie keinen Power-Up bekomme, was voll unfair ist, muss ich mir jetzt einfach eins nehmen, damit ich da nicht klein bin. Ein Treffer, den ich kassieren kann, der sollte auch schon ausreichen. Blatt, Blume. Ich habe viele Blumen. Aber gar nicht mal so viele Blätter. Ja, ich habe 3 Blätter, komm, dann kann ich eins nehmen. Aber ich werde es wohl noch bereuen, also ich mir die ganzen Items jetzt schon... Ja, was heißt die ganzen, aber manche. Mal sehen, ich habe hier noch einige. So, ich bin jetzt mal ganz cool und ich aktiviere den gar nicht erst. Ich schaff das auch so. Auch wenn ich voll am Block da hängen geblieben bin. Oh, geschafft. So, das Level ist so kurz, aber die sind alle kurz in diesem Spiel. Das hat auch einen gewissen Charme. Kann man eben schnell nebenbei machen und dann zur Arbeit gehen. Und danach nochmal vom Feierabend. Und dann wird richtig Party gemacht. Bams! Im Stern. An Silvester. So. Endlich den Scheiß geschafft. 5. Level 5.
5 Minuten sind schon vorbei vor diesem Video, falls ich es noch nicht gesehen habe. Oh, fuck, dieses Level. Das ist aufwendig, sag ich mal. Mal gucken, ob ich es auf Anhieb schaffe, aber das glaube ich nicht. Verschwinde. Ich muss erstmal diese... Oh! So theatralisch wieder. Ich muss erstmal diese ganzen Typen hier killen. Hä, wie, was? Ich hab den irgendwie geklitscht, den Block, kann es sein? Eigentlich wäre der schon längst verschwunden. Ja, das... Na gut, jetzt ist es vorbei. Ich muss nämlich die Feder behalten. Also, oh, Feder, den Umhang. Den Schwanz! Ich bin ein Mann, ich brauche einen Schwanz. Sonst schaffe ich dieses Level nicht. Denn ich kann nur mit Schwänzen fliegen. So, 2 auf einen Streich, der dritte folgt zugleich. Das hat er leider schon mit diesem Block deaktiviert. Sonst hätte ich da noch ein Notfallblatt gehabt. Ja. Kann der auch. Das geht vielleicht auch so. Den Cooper, den brauche ich. Ich muss nämlich diesen Panzer gleich. Oh! Ich hasse dieses Level. Ich habe es selber noch nie geschafft. Ich habe es nur mal in einem Let's Play gesehen. Ja, das muss ich jetzt machen. Nicht, weil mir ein Schwanz fehlt, sondern weil dieser Cooper tot ist. Der wäre, glaube ich, nicht wiedergekommen, weil er abgereckt ist. Zack. Jetzt ist gut. Jetzt habe ich diesen Block noch zur Sicherheit. Also das Blatt, wenn ich getroffen werde. Perfekt. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ja, hab ihn, glaube ich, nicht erwischt. Er hat ihn irgendwie getroffen, aber nicht getroffen. Gut. Und ihr wisst, ich habe zum Glück... Wo ist jetzt der Cooper hin? Der muss eigentlich wiederkommen. Der ist nicht gestorben. Ich wäre voll sauer, wenn das jetzt nicht so der Fall wäre. Zum Glück habe ich noch diesen Notfallblock gehabt hier. Die Zeit wird nämlich auch langsam eng. 230 Sekunden noch, also Mario-Sekunden. Ist ja auch mal was anderes. Und das Dumme ist bei diesem Spiel, es ist voll schwer, diese Panzer zu nehmen, weil man von der Seite kommen muss. Man kann nicht von oben wie bei Super Mario World. Komm. Und da rein. Ja, wenn da das Gamepad kaputt ist, dann hat man ein Problem. Wenn es mit dem A-Knopf nicht so gescheit klappt. Da muss ja den Panzer halten und gleichzeitig A drücken. Das ist gar nicht mal so leicht. Das können nur auserwählte Profis. Ahaha. Die kriegen auch Sterne. Perfekt. Lief schneller und ordentlicher als gedacht. Das war auch irgendwie nur ein Raum, ne? Dieses Level. Hat eigentlich nur dieser eine Raum. Aus diesem einen Raum bestanden. So, was haben wir da? Noch haben wir. Ich glaube, es gibt hier nur Hammeranzüge. Die muss ich irgendwann mal ausprobieren, mal sehen. Zwei. Ich würde ja gerne mal ohne einen Stern das machen, aber da ich Sterne habe und die für sonst nichts brauche und auch so ein bisschen Platz in meinem Inventar schaffen kann, mache ich das einfach mal so. Gut. Komme, ich komme. Haha. So. Ja, so komm ich. Oh, da ist es. Das bringt mir jetzt auch voll, weil... Yeah, aber damit ihr mal gesehen habt, es gibt die Möglichkeit, dass ein Power-Up in diesem Hammer-Level ist. Yeah. Ich glaube, es gibt nochmal irgendwo eine Blume. Nochmal ein Stern. Nochmal ein Stern. Kann ich nach links? Ja, perfekt. Perfekt. Effizienz ohne Ende. So, das war schwer. Nochmal. Das Dumme ist jetzt, die Truhe da könnte mir jetzt die Möglichkeit nehmen, alle... Komm, das schaffe ich. Ich habe noch ein bisschen Zeit danach, ne? Haha, klappt doch. Aber leider nichts drin gewesen mehr. Oh, dumme Wolke, ey. Die werde ich doch niemals brauchen. Ich will doch alle Level machen. Na gut. 49. Das heißt, ich summe jetzt noch ein bisschen rum. Nein, ich mache das Spiel noch. Aber für ein neues Level jetzt nicht mehr gereicht, weil ich also 10 Minuten immer einhalten will. Ah, beim Pilz gedrückt, die Blume natürlich. Beim Pilz gedrückt, kriegt den Pilz.
verstehe dieses Spiel nicht. Ich habe früher wenigstens mal die drei Pilze bekommen, jetzt kriege ich gar nichts mehr. Egal. Mein Name ist Sam. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.